Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Diamant Type Wedlock. Ja, ich freue mich schon auf das Projekt. Und ich muss auch gleich sagen, es ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt versuche, das hier aufzunehmen. Denn beim ersten Mal habe ich einen Fehler beim Erstellen darum gemacht. Und ja, das war ein bisschen ärgerlich, denn 4 Parts konnte ich jetzt damit in die Tonne kloppen. Naja, hoffen wir mal, dass jetzt alles richtig funktioniert. Und deswegen, hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Ivy. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist das dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Also was ich gleich von Anfang an gesagt werde, ich werde nur wichtige Personen vorlesen. Rest jetzt nicht, weil das geht mir dann ziemlich auf die Stimme irgendwann und das ist nicht so toll. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die mit Pokémon wird. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Na klar doch. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir noch mehr und mehr über Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Ja, die Frage, ob man Junge oder Mädchen. Von mir ist mir gewohnt, dass ich normalerweise eher den männlichen Protagonisten sie aber für das LP werde ich die weibliche Protagonistin benutzen. Und da wir hier ein Textlimit haben, bleibt mir leider nichts anderes übrig. Nein, dass mir das immer wieder passiert. Als mich Pika zu nennen. Du bist also Pika. Yes. Sehr schön. Du bist also Pika. Das ist mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Nein, ist er nicht. Er ist nervig. Wie er wohl heißt. Barry, you suck. Barry, sagst du? So heißt dein Freund also. Er ist nicht mein Freund. Die Zeit ist gekommen. Du wirst in ein Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon erwartet dich. Hurra, unser Abenteuer startet. Und das Wichtigste zuerst. Text Tempo 3. Rahmen auf grün, so wie uns von mir gewohnt ist. Und los geht's. Pika. Barry war von kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagt, es gäbe einen Notfall. Pika, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon können dich angreifen, wenn du ins hohe Gras gehst. Es wäre nicht schlimm, wenn du dein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Ja, ja. Kennen wir doch schon. Was? Wie? Oh, hey, Pika! Hey, ich geh zum See. Und du auch. Und beeilig. Also, Pika, ich stelle dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät kommst. Ah, ich hab was vergessen.
Mama von Barry. Ich nehme ja auch besser mein Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey Pika, wir gehen zur See. Ich warte auf der Straße auf dich. Eine Million Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Chill your base, Barry. Ich hab noch keine Turbodrähter. Hey, du hast doch auch die Nachricht im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Garados. Das geheime Feuer auftauchen eines wütenden Pokémons in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See leben bestimmt auch so ein Pokémon. Du weißt? Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Was ich schon vorneweg gleich mal sagen könnte, ist, dass es an gewissen Stellen passieren könnte, dass Jerome Englisch wird. Versucht es einfach zu verkneifen und zu übersehen. Naja, alles gut. Wenn ich plötzlich von Deutsch auf Englisch wechsle. Aha, auf zum See. Holen wir uns ein rotes Garados. Du würdest niemals im Leben ein rotes Garados fangen. Was geht hier vor? Professor, auch auf der anderen Seite gibt es nichts Außergewöhnliches. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal. Immerhin haben wir die See gesehen. Lucius, wie geht? Professor, Sie waren viele Jahre lang fort. Wie gefällt es Ihnen, wieder in der Sinnoh-Region zu sein? Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Verzeihen, dürften wir mal durch? Sorry, Leute! Was sind das denn, die zwei? Hä? Pika, sehen wir uns das mal an! Was meinst du, nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, ist doch kein Problem. Wir werden nicht lange genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Das ist eine Tasche. Die Leute haben sie hier vergessen. Was sollen wir machen damit? Wir können sie ihnen zurückbringen, aber wir waren die. Ich habe gehört, wie einer von denen Professor gesagt hat. Pokémon! Was? Sieh mal, da sind Pokémon. Wir nehmen jeder eins und kämpfen. Welches möchtest du? Wir haben Blumella. Wir haben Sagadabis. Ganz ehrlich, der Kappa-Gott schlechthin. Kappa-Gott. Kappa-Loris. You my friend. Komm her. Wir werden scheiße, wenn ich Attacken lernen. Naturkraft. Mit Zusammenbombe. Oh, großartig. Das macht null Damage. Na, ein bisschen. Jetzt senkt doch nicht mein nicht vorhandener Angriff. Naturkraft! Ich liebe Naturkraft. Sie ist eine sehr interessante Attacke. Je nach Untergrund ändert sich die Naturkraft. Das finde ich sehr interessant. Das ist so ähnlich wie bei Geheimpowers-Effekten. Ah, your Pokémon totally rocked. But mine was together 10 years. Ne, tougher 10 years. There were other people's Pokémon, so... What we had to use them, so... They won't mind, will they? Wie gesagt, da die Stelle, das ist leider Englisch. Uff, ich hab die Tasche gefunden. Professor wäre an die Decke gegangen, wenn er das wüsste. Was? Habt ihr die Pokémon eingesetzt? Oh Mann, wie soll ich das nur dem Professor erklären? Die Tasche gehört dem Professor. Ich bringe sie ihm lieber. Was soll das denn jetzt? Keine Ahnung, was das soll. Was los ist, Pika, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen.
lass uns gehen. Wir müssen die Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinem Pokémon verbringen. Hey, diese Leute da, aha, die starren uns an. Lucius hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Kavaloris und wahrscheinlich Blubella. Ah ja, so ist das also. Lucius, ich gehe zurück in mein Labor. Ja sicher, Professor. Warten Sie! Ihr solltet unbedingt in unser Labor kommen. Man sieht sich. Was soll das denn jetzt? Ich meine, wenn er so auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Pika, lass uns nach Hause gehen. Was gibt es, Schatz? Wow, das hast du alles erlebt? Ich bin froh, dass es dir und Barry gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Alba aus Sandgamer. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber es soll auch sehr einschüchternd sein. Pika, ich denke, du solltest ihn in Sandgamer besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Und hab keine Angst, ich bin sicher, er wird dich verstehen. Oh. Ich habe hier noch etwas für dich. Pika, zieh die an. Turbodrehter! We are fast now! Nach Sandgamer zu gehen ist eigentlich schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesem Turbodrehter kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie sie hier verwenden. B drücken, B drücken, B drücken. Na, das ist doch mal mehr als praktisch. B drücken. Nein, nicht auf Beutel. Gucken wir uns mal Kavaloris an. Okay, Kavaloris ist vom Typ erst Wasser, das heißt, Kavaloris kriegt einen Geistpartner. Hatte ich ja im Infobio gesagt. So, wir haben ein pfiffiges Kavaloris, es liebt es zu kämpfen, mag saures Essen, hat die Fähigkeit Regengenuss. Okay. Interessant. Okay, ich brauche für Kavaloris einen Geistpartner. Hätte vielleicht aber mal eine schlaue Liste öffnen sollen. Naja, für den ersten Part sollte es nicht so schlimm sein. Wir werden ja wahrscheinlich nicht gerade viele Pokémon fangen können. Ein Muggel, 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 Muggel. Jetzt ist er schon wieder einen Schritt gelaufen, Mann. Oh, sogar ein Schild daraus. Mini-Stollen! Ach, Stollen. Rotes Pokémon. Danke! Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte komm mal mit. Der Professor möchte dich gerne sprechen. Siehst du, das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Was zum... Oh, du bist das Pika. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich. Aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Pika? Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Was war das denn? Dein Freund scheint ja immer sehr eilig zu haben. Nun, wie dem auch sei, geh mir hinein. Da bist du endlich. Du bist Pika, nicht wahr? Zeig mir doch mal dein Pokémon. Was ist das? Dein Pokémon hat sich bereits entwickelt. Dein Feind. Werde ich dir das Kavaloris schicken. Da es nun dir gehört, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Oh, yes.
darauf kannst du deine Queen verwetten. Nein, er ist Q-O-E-N. So. Also, bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Ja. Dein Freund Beren hat mir erzählt, was am See passiert ist. Du sollst sehr gut gekämpft haben dafür, dass es dein erster Kampf war. Ich erkenne, dass das Band zwischen dir und deiner Pokémon wachsen wird. Darum vertraue ich dir Kapalos an. Junge, bin ich froh, dass du nett zu deinem Pokémon bist. Andernfalls müsste ich... Ah, ich mag gar nicht daran denken. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Aime, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich wissen, welche Art von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Alles klar. Gut geantwortet. Da, Pokédex! Dieser Pokédex ist ein Halte-Ich-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Pika, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe den gleichen Pokédex wie du, als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist. Wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und bin immer noch ganz aufgeregt, weil ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass unzählige Nervenkitzel auf dich warten. Und nun geh. Pika, dein großes Abenteuer beginnt. Der Professor hat mich um Hilfe gebeten, daher werde ich dir ebenfalls dabei daran arbeiten, den Pokédex zu erfüllen. So haben wir beide, du und ich, dasselbe Ziel. Ich werde dir später noch das ein oder andere erklären, einverstanden? Please, no. Stop it. Wieso juckt meine Nase schon wieder? Hey Pika, ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir bitte. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten fehlt es ein Pokémon-Center. In allen. Das Gebäude mit einem blauen Dach dort ist der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Pika, du fängst gerade erst als Trainer an. Daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen, Pika. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Albert bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du bist weit Reisender, solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, halt dir zuerst ein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach gut. Diese Musik. Ach je. Wieso gibt es nicht die. Das gute alte Gold, Silber, Kristall, einfach den Nein-Button. Brauchst du Infos? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Okay, erstmal Mami Bescheid sagen und dann mal gucken, ob wir in dem Part noch ein Pokémon fangen können. Hallo Mami. Willkommen zu Hause, Pika. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Oh, Pika. Oh, Professor Albert hat dir eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück, ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Pika, ich habe etwas für dich. Yay, mein Tagebuch. So unnütz. Es ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. Du kannst immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Du bist nicht allein, du hast ein Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Pika. Ich bleibe hier und du gehst... Und genieß dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich werde gerne alle Pokémon sehen, die du gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Berry hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Pika wird ihm das bringen. Das machst du doch nicht, oder Pika? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun?
Pika, dann bring ihm dieses Paket erhalten. Genau. Mach's gut, Pika. Genieße dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bringen das meinem Barry. Too much tutorial for this part. Okay, versuchen wir jetzt noch schnell das Fang-Tutorial hinter uns zu bringen und... ein Smuschel. Böse Erinnerung. Also wie gesagt, Fang-Tutorial, Pokébälle kaufen und noch ein Pokémon fangen. Das wäre ganz praktisch. Pika, weißt du eigentlich, wie man Pokémon fängt? Ich fange eins und dies ist genau zu. In Ordnung? I know this shit. I do it seit 6 Generations. Schön, dass ich ein deutsches Wort eingebaut habe. Ja. Please, mach ein wenig schneller. Du beziehst mal ein paar Zeit. Wow, der Kratzer war läppisch. Gut, seine KP haben abgenommen. Zeit, einen Pokéball zu werfen. So macht man das. Eigentlich sollte man ein Pokémon noch mehr KP absehen. Als ich es getan habe, zieh den Pokémon so viele KP wie möglich ab. Ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, wenn der Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun, Pika, bitte an den Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Hast du viele Pokémon mit dir, kannst du weitere Strecken reisen. Und du wirst auch mehr Pokémon begegnen. Nun, dann, man sieht sich. Jesus! Okay. So Leute, damit endet erstmal der erste Part. Ich schaffe leider jetzt kein Pokémon zu fangen, aber ich habe schon die Paarzeit überzogen und das wollte ich eigentlich nicht. Im X-Part geht es dann Pokémon fangen, Pokémon trainieren weiter und mal gucken, was wir alles so Schönes ins Team bekommen. Von daher, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin. Ciao, Leute.